Wir wollten für unser neues Hobelwerk nicht nur die beste Qualität für die Kunden rausarbeiten, sondern auch die größte Produktivität natürlich haben. Und deswegen haben wir uns für die schnellst verfügbare Hobelmaschine entschieden und die ist von Gilbert. Wir fahren mit der Anlage permanent 1200 Meter. Wir hatten eine sehr schnelle Ramp-up-Kurve. Und die Anlage wird natürlich ständig optimiert, wie das in dem Produktionsbetrieb immer ist. Aber die 1200 Meter sind sehr schnell erreicht gewesen und wir fahren sie permanent. Also die Hobelmaschine selbst ist bei den 1200 Metern nicht das Problem. Also sie könnte durchaus noch schneller fahren. Es ist natürlich das Thema, dass man die Stückzahlen entsprechend auch vor der Anlage und nach der Anlage erstmal vor der Anlage bereitstellen kann und nach der Anlage dann absortieren kann. Wir fahren aktuell zwischen 200 und 220 Takten bei einem 2x4 Dimension, 5 Meter und sind da jetzt noch dabei, weiter zu optimieren, um die Lücke zwischen den Brettern oder zwischen den Brettern zu optimieren. Die Gilbert-Anlage ist extrem kompakt. Wenn Sie sie das erste Mal sehen, sind Sie erstaunt, dass das Herzstück unseres Hobelwerks sein soll, wenn die ganze Anlage keine 10 Meter in der Länge baut. Plus natürlich den Einzug, aber das ist eine extrem kompakte Maschine und extrem leistungsstark. Wir haben viel Spaß damit. Also die Anlage wird komplett von der übergeordneten Steuerung eingestellt, Vorschub entsprechender Dimension. Also es ist ja, der Gilbert-Hobel hat diese sogenannte Pull-Foot-Technologie. Das heißt, das Brett wird durch die Anlage durchgezogen, hat den Vorteil, dass wir nicht Brett an Brett fahren. Und gerade jetzt bei den Käferholz gibt es ja doch die Probleme, dass das Holz manchmal übertrocknet ist und schnell bricht. Und somit haben wir immer eine gewisse Distanz zwischen den Brettern und haben dann eine gewisse Betriebssicherheit. Das sogenannte Gap ist ungefähr 30 cm zwischen den Brettern. Also die Vorgabe war bei uns damals im Unternehmen, die Investitionen möglichst so zu halten, dass wir mit wenig Equipment eine hohe Leistung abdecken können. Und bei 1200 Metern können wir entsprechend natürlich Volumen pro Zeit bewegen, was wir sonst mit zwei oder drei Maschinen hätten machen können. Und entsprechend haben wir dann das Equipment ausgesucht, sind auf den Gilbert-Hobel gekommen, was natürlich der Hobel mit der leistungsstärkste Hobel am Markt ist in der Welt. Und wir natürlich entsprechend auch das Personal und den Wartungsaufwand entsprechend gering halten können. Also zurzeit haben wir natürlich das 2x4 Produkt in allen möglichen Längen als Hauptprodukte, haben die Möglichkeit entsprechend nach Qualitäten auszukappen. Also wir fahren natürlich mit dem Scanner die ganze Anlage vollautomatisch und sind da bisher sehr zufrieden. Die Qualität ist sehr gut. Unsere Kunden sind sehr zufrieden mit der Qualität, die wir herstellen. Eine langsam fahrende Anlage hat eine feinere Oberfläche, aber für unsere Kunden ist diese Qualität super, die wir hier produzieren.